sind denn hier für Menschen unterwegs? Gehen Sie bitte weiter. Ist ja unglaublich. Oh Mann. Naja, wenn ich das sehe, sind wir, glaube ich, hier wohl vollkommen richtig. So, hallo, hier sind wir am Ort des Geschehens. Dann gehen wir mal rein und schauen mal, was wir so im Angebot haben. Hallo, wunderschönen guten Tag, der Herr. Guten Tag, hallo. 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 Ich möchte ganz gerne einen zuchtfähigen Leporidae erwerben bei Ihnen. Was willst du von mir, Junge? Ein Versuchskaninchen. Ah, oh, da nicht jetzt. Da nicht was ganz Besonderes. Also wirklich feinste Qualität. Mhm. Das müssen Sie sich angucken. Ja, schauen Sie mal. Das ist die Marie-Louise und der Jonathan. Das sind wirklich hochqualitative Zuchtkaninchen. Also alle Preise gewonnen. Ich hol mal was raus. Dann ja, gucken Sie sich das ja, mal an. Ja, ja, ja. Das ist hier die Marie-Louise. Ja, das ist wirklich das feinste Prachtexemplar, was ich so im Stall habe. Ich sag immer, mache Göttel, esse Göttel. Ne? So gut sind die. Naja, zeigen Sie mal her. Die Hauer sind ein bisschen kurz, die Löffel auch und das Fell ist ein bisschen zu buschig, würde ich sagen. Was? Oh, Sie wissen doch ja nicht, was Jod ist. Hm? Gucken Sie mal, ist ja nicht süß. Ja nun, was soll ich sagen? Ich bin nicht sehr überzeugt von Ihrem Angebot. Ist auf jeden Fall noch nicht das Richtige, wie ich mir das vorgestellt habe. Haben Sie nicht noch irgendwas anderes da? Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen was Gefährliches? Ja. Was Wildes? Mhm. Mit Schmackes? Ja. Ich glaube, Junge, da haben wir jetzt für dich. Da haben wir jetzt. Kommen Sie mal mit. Ich habe mir noch schon gedacht, dass Sie noch irgendwas anderes im Petto haben. Hier drin. Hier ist die Zukunft. Das haben wir extra gezüchtet für Obermieler. Ganz Projekt, groß, ganz toll. Komm mal mit. Na gut, ich würde sagen. Aber dir? Ja, den nehme ich.